Beute, hat mal einer seiner Trainer gesagt. Abseits des Rasen eher ein Schmusekätzchen, der 24-Jährige. Aber Mocky auf dem Platz, das ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Heute natürlich wieder in der Innenverteidigung gesetzt, neben Michael Hefele. Uwe Neuhaus nimmt zwei Veränderungen vor im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen den halleschen FC. Vorne drin bekommt Pascal Testroth, Ex-Bremer, heute mal wieder den Vorzug vor Veirinen. Und im defensiven Mittelfeld Quirin Moll in der Startformation. Marco Hartmann muss erstmal auf die Bank. 2.900 Zuschauer auf Platz 11 im Weserstadion. Und die Hausherren in den dunklen Trikots, die zweitschwächste Offensive der Liga, aber mit viel, viel Geschwindigkeit in der Offensive ausgestattet. Mané schickt Lorenzen. Dresden kommt nicht richtig hinterher, aber dann ist Quirin Moll entscheidend zur Stelle gegen Florian Grillitsch. Tut sich dabei noch weh heute, rückt er in die Startelf, weil Hartmann ein paar Probleme an der Wade nach dem HFC-Spiel hatte. Und hier verhindert er die erste gute Torgelegenheit für Nuri und seine Mannschaft. Nuri, das ist der Trainer von Bremen 2. Dresden hat irgendwie die Spritzigkeit in der sächsischen Landeshauptstadt gelassen. Sie tun sich unfassbar schwer gegen starke Bremer. Und dann klingelt es in der 10. Minute. Florian Hilsner mit so einem Klasse-Tor. Da kann man dann auch mal den Vornamen verwechseln. Er heißt natürlich Marcel Hilsner, aber dieses Ding ist einfach klasse. Der gebürtige Leipziger, 2009 von Sachsen-Leipzig nach Bremen gewechselt, mit dem Rückstand für seine Mannschaft, für das Team von Uwe Neuhaus, der aber direkt Anweisungen weitergibt nach diesem Gegentor. Stefaniak bekommt da zum ersten Mal sein Fett weg. Er kann nicht zufrieden sein mit den Anfangsminuten. Das wirkt alles uninspiriert, ohne viel Tempo, ohne richtige Ideen. Dann mal Stefaniak auf Teixeira. Guter Versuch. Aber letzten Endes muss Tobias Dufner im Tor des SV Werder nicht eingreifen. Danach wird es ein bisschen unschön. Einige Dynamo-Fans kamen zu spät, die Züge kamen etwas später und dann gab es ein paar Probleme mit den Polizisten. Es beruhigte sich aber relativ schnell wieder. Es blieb bis zum Schluss friedlich. Aber die bessere Mannschaft ist weiterhin der SV Werder und die können hier das 2:0 machen. Lorenzen, das muss es doch sein, das ist es nicht. Melvin Lorenzen, der 20-Jährige. Mit viel zu viel Zeit und viel zu vielen Gedanken. Das ist vielleicht ein wenig zu viel Unbekümmertheit. Mega Glück natürlich für Dresden. Uwe Neuhaus reagiert nach einer halben Stunde. Ayas A. Osman, leichte Oberschenkelprobleme, aber auch ein schwacher Auftritt, hat nach einer halben Stunde Feierabend. Für ihn kommt Jim Patrick Müller. So richtig besser wird das Spiel der Dynamos aber nicht. Pascal Testroth bekommt kaum Bälle, setzt hier mal einen aufs Tor. Beim letzten und einzigen Heimsieg von Werder 2 zu Hause gegen Dresden, beim 2:0 2009, hat Pascal Testroth für Werder beide Tore vorbereitet. Hier liegt er zur Pause mit 0:1 hinten. Uwe Neuhaus kann nicht zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Thomas Aichin, einer der Gäste im Stadion, dagegen schon mit dem, was die jungen Werderaner auf den Rasen zaubern. Werder 1 spielt erst morgen gegen Borussia Mönchengladbach. Zweiter Durchgang, Dresden fällt nicht viel ein und da macht sich langsam auch ein bisschen Frust breit. Lumpi Lampertz, der Routinier gegen Dufner, kann er sich sparen. Am Mittwoch in Aue ist Stürmer Kluft nach so einer Unsportlichkeit mit Glattrot vom Platz geflogen. Andreas Lampertz kommt mit Gelb davon. Muss er sich eigentlich sparen, aber es ist auch ein Zeichen, weil wenig geht bei der SGD. Auf der anderen Seite schon wieder Werder, die immer mal wieder Nadelstiche setzen. Und dann ist es Mané, der Mann aus Gambia. Mané! Und Hefele auf der Linie. Dresden könnte hier längst 0:2 oder 0:3 zurücklegen. Aber die jungen Bremer, erst 4 Tore in dieser Saison, 2 davon hat Mané gemacht, lassen einfach viel zu dicke Chancen liegen. Und dann kommt mal Dynamo, 71. Stefaniak. Und da ist Lumpi Lampertz. Wenn nicht viel geht, muss eben ein Traumtor her. Andreas Lumpi Lampertz für Fortuna Düsseldorf in 339 Spielen, 41 Tore. Jetzt mit seinem Tordebüt für die SGD. Und was für eins. Klasse Annahme, perfekter Abschluss.
eine Bewerbung für den Volltreffer der Woche. Das geht schon in Ordnung von den Spielanteilen. Dynamo mit deutlich mehr. Aber dann wird es in Unterzahl weitergehen. Denn Lumpi Lamberts langt hier hin gegen den eingewechselten Kobi Lanski. Und Schiedsrichter Kornblum sagt, das war gelbwürdig. Die erste gelbe haben wir gesehen für den Rempler. Die zweite, die will Lamberts und will auch Neuhaus nicht wahrhaben. Aber wir schauen nochmal drauf. Hier ist es schwierig zu erkennen. Er spielt, na klar, den Ball. Aber wer gelb vorbelastet ist und dann so mit viel Speed in den Gegner hineinrauscht, der trifft halt auch das Bein von Kobi Lanski. Für mich ist das in der Summe ein vertretbarer Platzverweis. Der siebte in seiner so langen Karriere. Neuhaus reagiert, bringt natürlich einen Defensivmann mit Marco Hartmann. Stefania geht raus. Wenigstens diesen einen Punkt noch mitnehmen aus Bremen. 90. Minute. Mal Justin Eilers, ja, der spielte auch mit. Wenig zu sehen von ihm. Jim Patrick Müller. Gutes Solo, bleibt hängen, setzt nach, geht zu Boden, holt den Elfer raus. 90. Spielminute. Florian Kornblum sagt Strafstoß für die SGD. Uwe Neuhaus erklärt den Bremer Fans nochmal, warum. Und wir haben die Zeitlupen. Sagen wir mal so. Es ist nicht gerade geschickt von Mainka und es ist verdammt clever von Jim Patrick Müller. Den muss man nicht unbedingt geben. Pech für Werder, die dicke Chance für Justin Eilers. 5 Tore in dieser Saison, nur in Würzburg hat er nicht getroffen. In dieser Spielzeit übernimmt die Verantwortung gegen Dufner. 90. Spielminute. Justin Eilers, eisekalt. 2:1 für die SG Dynamo Dresden. Ja, sind denn die wahnsinnig? Schon gegen Halle 2 so späte Tore und hier auch in der 90. Aber reicht's auch wie gegen den HFC zum Sieg? Noch ist nicht Feierabend. Auch wenn bei Nemeth die Beckerforce kommt. Es gibt nochmal Freistoß für Werder. 93. Spielminute. Marcel Hilsner in die Mauer und dann ist Schluss. Arbeitssieg, umkämpfter Sieg für die SG Dynamo Dresden. Uwe Neuhaus und Co. können aufatmen. Aber die Frage muss gestattet sein. Warum macht's Dynamo immer so spannend, mein lieber Uwe Neuhaus? Ja, heute habe ich eine Begründung, weil wir ja in den ersten 20, 30 Minuten gar nicht da waren. Wenn man so ins Spiel reingeht, hat man in der Regel hinten raus eigentlich kein Glück mehr. Wir haben es nochmal irgendwie erzwungen, mit ein bisschen Glück in Unterzahl noch per Elfmeter. Aber so langsam ist das Glück aufgebraucht. Irgendwie kriegen wir auch jedes Wochenende oder jedes Spiel mal so ein Ding in den Winkel. Das ist ja auch unfassbar. Irgendwie nimmt sich das jeder vor gegen uns. Wenn man die Spiele von den letzten Wochen betrachtet, ist immer mal wieder einer im Winkel reingegangen. Aber gut, ich denke mal, das hat uns ausgezeichnet, die letzten Spiele, dass wir nie aufgegeben haben. Das bringt uns immer wieder der Trainer ein in den Köpfen. Und das haben wir heute wieder gut hingekriegt. Ganz klar, wir machen die vorne die Tore nicht und sind hinten wieder so naiv und kriegen da zwei Gegentore, die wir nie im Leben kriegen dürfen. Und dann verlierst du halt so ein Spiel, wo du eigentlich, ja, ich denke, sogar 3 Punkte verdient hättest. Mit der Tabellenführung jetzt erfolgreich verteidigt, wie wichtig ist das, da von oben sich das Ganze anzugucken? Ich weiß nicht. Ist mir eigentlich völlig egal, von wo wir gucken. Wichtig ist, dass wir an uns glauben, dass wir arbeiten und dass wir die Punkte einfahren. Und im Moment klappt das nochmal sehr, sehr gut. Hendrik Backus sammelt die Stimmen zum Spiel. Fortuna ist mittlerweile oder momentan eine Dresdnerin. Und René Kindermann, dir sei die Frage gestellt, was machen eigentlich Mannschaften, die solche Spiele gewinnen?